Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Deck Review. Und zwar zu Zephra. Das neue Deck, das in Cross Souls rauskommt. Im Mai. Und das Interessante an dem Deck ist halt, dass sie eine Mischung aus alten Decks sind, also Archetypen, Archetypes und halt den Zephras. Also so ein Art Hybrid. Zum Beispiel sind sie halt Shadol und Zephra oder Satella Knight und Zephra und Yangtze und Zephra, also richtig interessant. Mal was Neues, finde ich. Und wir werden halt sehen, ob sie halt die alten Archetypes, aus denen sie bestehen, ein bisschen supporten oder ob sie sich halt als eigenes Archetype durchsetzen. Und was auch interessant ist, was ich finde, ist, dass man jetzt sehen wird, ob sich alte Decks, also normale Decks mit Pendel Decks, mit Pendel Mechanik mischen werden. So, bisher war es ja so, dass die normalen Decks normal geblieben sind und die Pendel Decks einfach pendeln, so wie Clifford zum Beispiel. Was halt, als Pendel neu rauskam, als es bekannt gegeben wurde, wurde halt viel rumgetestet und man dachte halt, dass jedes Deck dann diese Pendel Mechanik ausnutzen wird, also. Und nicht, dass es ein eigenes Deck wird, zum Beispiel wie Synchros und Exceeds, dass man es halt einfach weiter benutzt als eine Ergänzung zu seinem Deck. Deswegen gab es auch am Anfang viele so Gadget-Pendel-Decks oder Karakuri oder Scrap-Pendel-Decks, die einfach alte Decks mit der neuen Pendel-Mechanik ein bisschen stärker gemacht haben. Weil viele vergessen, man kann also nicht nur Pendel-Monster aus dem Extra-Deck dann speziell beschwören, sondern auch einfach nur seine normalen Monster aus der Hand specialen. Und diese Zusammenarbeit zwischen normalen Decks und Pendulum wurde halt bisher leider ein bisschen vernachlässigt. Und hoffentlich können das die Zephras ein bisschen ändern. Als erstes haben wir Aether Satella Knight Zephra Thuban, glaube ich, heißt er. Level 4 Monster, Pendulum Scale 1, 0 ATK, 1000 Death. Also Pendulum Effekt. Du kannst nicht Pendel beschwören, außer Teller Knight und Zephra Monsters. Und dieser Effekt kann nicht negiert werden. Monster Effekt: Wenn diese Karte normal, Flip oder Pendel beschworen wird, kannst du eine andere Satella Knight oder Zephra Karte in deiner Monster- oder Pendelumzone wählen und eine offene Karte von deinem Gegner und beide zerstören. Und diesen Effekt kannst du halt nur einmal pro Runde aktivieren. Also relativ interessanter Effekt, damit kann man vielleicht ein paar Karten zerstören, die Satella Knight bisher Schwierigkeiten gebracht haben. Die nächste Karte ist Astella Knight Beel Zephra, Level 4, Pendulum Scale 7. Also ihr seht, die haben also jeweils zwei von denen, immer 1 und 7. Pendel Effekt ist derselbe und Monster Effekt ist, wenn diese Karte normal Flip oder Pendel beschworen wird, kannst du ein anderes Teller Knight oder Setter Karte in deiner Monsterzone oder Pendelzone wählen und eine gesetzte Karte von deinem Gegner und die halt zerstören. Und auch den Effekt kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Also auch relativ interessant. Der eine zerstört halt offene und der andere gesetzte. Pendel Skill 1 bis 7, also und super mit der Nap, nehme ich mal an. Auf jeden Fall beide recht interessant. Die könnten in Satella einfach reingetan werden, um die zu stärken. Aber ich kann auch sehen, dass die im Zephra alleine Potenzial haben. Als nächstes haben wir zwei Shadol Zephra Monster. Der erste ist G, Shadol Zephra Naga, Level 2, Pendulum Skill 1, ATK 900, Defense 1000, Pendel Effekt. Du kannst nicht Pendel beschwören, außer Shadol und Zephra Monster. Also ich nehme mal an, die haben alle denselben Pendel Effekt ab, außer dass sie halt immer Zephra sagen und dann das jeweilige Archetype von denen. Also Monster-Effekt, wenn diese Karte Pendel beschworen wird oder wenn diese Karte auf den Friedhof geschickt wird, kannst du eine Karte in der Pendelumzone von dir oder von deinem Gegner wählen und zurück auf die Hand schicken. Und diesen Effekt kannst du nur aktivieren, wenn du eine Zephra-Karte in deiner Pendelumzone hast. Ich wüsste jetzt nicht, wie und wann das nützlich wäre. Also auf den ersten Blick hin müsste ich sagen, der Effekt ist total nutzlos. Also für Shadol bringt das absolut nichts und ich wüsste jetzt auch nicht, im Zephra, wieso man seine Pendelzone wieder zurück auf die Hand holen will oder
beziehungsweise vom Gegner das Zurück auf die Hand schicken will. Zum Beispiel gegen Clifford wäre das halt Scout und das will man auf jeden Fall nicht zurück auf die Hand schicken. Als nächstes die Pendel Skala 7 von dem Shadow-Ding. All Shadow Zephyr Core, Level 4, 450 ATK, 1950 Defense. Monster-Effekt, wenn diese Karte Pendel beschworen wird oder wenn sie halt auf den Friedhof geschickt wird, kannst du ein Zephyr-Karte in deiner Pendulum-Zone wählen, außer halt ihn selber, und diese Karte dann spezial beschwören. Ich meine, schon besser der Effekt als der andere. Im Shadow halt auch total nutzlos, aber vielleicht im Zephyr irgendwie in Kombination mit etwas spielbar. Dann haben wir die Yangzings. Zephyr Fuxi Treasure of the Yangzing, Level 3, Pendel Skill 1, 1500 ATK, 0 Death. Pendel-Effekt wieder, kannst du Pendel beschwören, außer Zephyr und dann Yangzing. Der Effekt kann nicht negiert werden. Monster-Effekt, wenn diese Karte Pendel beschworen wird oder spezial aus dem Deck, kannst du ein Yangzing oder Zephyr-Monster wählen, das du kontrollierst, außer Zephyr Fuxi. Und das Monster wird halt diese Runde als Tuner behandelt. Und Zephyr geht halt zurück ins Deck, also unters Deck, wenn er das Spielfeld verlässt. Könnte das in einem Yangzing-Deck sehen. Effekt aktiviert sich ganz normal mit den Yangzing-Monstern. Könnte ganz nützlich sein, einfach irgendein Monster zu einem Tuner zu machen. In dem Zephyr-Deck weiß ich nicht, ob es so gut ist, weil er selbst unters Deck geht, also er geht nicht ins Extra-Deck dann. Und dann kann man halt nicht einfach Pendel beschwören mit ihm, was ja die große Stärke von Pendelmonstern ist. Dass wenn sie das Spielfeld verlassen, dann irgendwann später nochmal eingesetzt werden als zur Pendelbeschwörung. Und das kann er halt nicht. Das andere Yangzing-Monster ist Zephyr Kinyu, Secret of the Yangzing. Level 6, Pendel Skala 7, 0 ATK, 2,6 Death. Monster-Effekt, wenn diese Karte Pendelbeschworen wird oder wenn diese Karte in deiner Monsterzone durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du einen Yangzing oder Zephyr Zauber- oder Fallenkarte von deinem Deck auf die Hand holen. Also das ist relativ interessant, finde ich. Also man kann ihn auch relativ leicht beschwören. Also indem einfach ein Yangzing-Monster stirbt, kannst du den special aus dem Deck und dann, wenn der stirbt, kannst du dir eine Zauber- oder Fallenkarte auf die Hand holen. Ist halt relativ langsam, aber Yangzing sind halt langsam. In Zephyr-Deck denke ich, ist sie ein bisschen zu langsam. Also wenn du kannst den Effekt nur benutzen, wenn du ihn halt Pendel beschwörst. Und bis dahin ist er halt tot in der Hand. Aber in einem Yangzing-Deck relativ interessant, finde ich. Könnte man mal ausprobieren. Als nächstes haben wir die Necros-Zephyr-Karten. Dann haben wir als erstes Zephyr Saber, Necros of the Swordmaster. Level 4, Pendel Scale 1, 1000 ATK, 800 Death, Spellcaster. Monster-Effekt, du kannst diese Karte von deiner Hand oder von deinem Feld, offen von deinem Feld, opfern. Dann kannst du von deiner Hand oder deinem Feld Monster opfern und dann ein Necros-Ritualmonster von deiner Hand spezial beschwören. Und die Level müssen halt natürlich gleich sein. Also erst so eine Art Ritual-Zauberkarte. Du kannst ihn opfern oder ein Ritual beschwören. Ich weiß jetzt nicht, wie die in Verbindung mit Djinn und Schritt funktioniert. Ob du die dann auch dafür verwenden kannst. Sonst ist der Effekt relativ interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob man im Necros-Deck jetzt noch mehr Ritual-Aktivierer braucht. Die nächste Karte ist Zephyr Exa, Necros of the Flame Beast, Level 5, Pendulum Scale 7, 2000 ATK, 1000 Death. Monster-Effekt, wenn eine offene Necros- oder Zephyr-Karte in deiner Monster-Zone oder Pendulum-Zone zerstört wird durch Kampf- oder Karteneffekt, außer Zephyr Exa selbst, während diese Karte in deiner Hand oder in deinem Friedhof ist, kannst du sie spezial beschwören. Ich wüsste nicht, wann ich den jemals spezial beschwören wollen würde, also kein Interesse an der Karte. Dann haben wir die letzten zwei Zephyr-Monster aus dem Set. Und zwar sind die von Beast Tamer. Als erstes haben wir da Valo Ritual Beast Tamer Zephyr Pilika. Wind, Psychic, Level 3, Pendulum Skill 1, also Teleport Target, 1000 ATK, 1,5 Death. Wenn diese Karte normal oder Pendel beschworen wird, kannst du ein Ritual Beast Monster oder Zephyr Monster aus deinem Friedhof wählen und es spezial beschwören. Aber es wird in der Endphase zerstört. Also sie hat denselben Effekt wie Ritual Beast Tamer Lager. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie nützlich sie im Ritual Beast Deck sein wird.
Und dem Zefka-Deck kann ich sie mir auch nicht sehr nützlich vorstellen. Du kannst dann halt ein Zefka-Monster aus deinem Friedhof spezial beschwören, aber das wird halt Ende der Runde zerstört werden. Und ich wüsste nicht, was du jetzt mit Pilika und dann dem Geswächelten zusammen machen könntest. Die anderen bisher waren der Level 2, 4 und so. Exceeden auch keine Option. Dann als letztes haben wir Necrotic Beast, Tamer, Zefka, Wendy. Auch wieder Wind, Psychic, Level 3, Panel Skala 7, 1,5 ATK, 1000 Death. Und ihr Effekt ist, wenn sie normal oder Panel beschoren wird, kannst du dir eine offene Zefka Monsterkarte aus deinem Extra Deck zurück auf die Hand holen. Außer sie selber. Und du kannst sie halt nur einmal pro Runde specialen, so wie die anderen Tamers, also Ritual Beast und Tamers. Also ihr Effekt hat nichts mit Ritual Beast zu tun. Also falls sie gespielt wird, dann nur wegen dem Namen. Und für Zefka ist halt relativ interessant, weil das ein Plus 1 wäre. Und Plus 1 ist halt immer gut. Dann haben die Zefkas auch zwei Zauberkarten. Die erste ist Zephyr Dance, permanente Zauberkarte. Effekt: aktiviert diese Karte nur, wenn du zwei Zefka-Karten in deiner Pendulum-Zone hast, mit Skala 1 und 7. Wenn diese Karte aktiviert wird, misch alle Monster, die du kontrollierst, außer Zefka-Monster zurück ins Deck. Und kein Spieler kann Monster spezial beschwören, außer von der Hand und vom Extra-Deck. Solange du eine Karte in der Pendulum-Zone hast, kann diese Karte nicht getargetet werden, gezielt werden. Und wenn eine Pendulum-Zone zerstört wird, wird diese Karte auch zerstört. Was halt den Effekt davor total nutzlos macht. Also ist halt egal, ob du Zephyr Dance zielst oder nicht, weil du einfach die Pendelzone zielen kannst mit MST und dann wird die auch halt zerstört. Dann machst du halt einfach minus 1. Also vom Nachteil her so ähnlich wie Emptiness. Die Aktivierungsbedingungen sind auch sehr speziell. Du musst eine Skala von 1 und 7 haben, also beide. Dann werden alle deine Monster außer Zephyr Monster zurück ins Deck gemischt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil sein kann oder ein Nachteil ist. Bestimmt kann man das irgendwie ausnutzen. Ansonsten dann kann man nicht specialen, außer von der Hand und vom Extra-Deck. Also kann man nicht aus dem Friedhof und aus dem Deck specialen, was nicht sehr viele Decks momentan einschränkt, glaube ich. Also ich sehe keinen Vorteil in der Karte. Also man könnte einfach Emptiness spielen, tausendmal besser. Dann haben wir eine Spielfeldzauberkarte, Oracle of the Zephyr. Du kannst nur eine davon pro Runde aktivieren. Wenn diese Karte aktiviert wird, nimm ein Zephyr Monster von deinem Deck auf die Hand, und wenn ein Monster Ritual beschworen wird, indem es Zephyr Monster benutzt hat, oder spezial beschworen wird, indem es Zephyr Monster als Material benutzt hat, kannst du die folgenden Effekte aktivieren. Also Ritual Monster, misch ein Monster auf dem Feld zurück ins Deck, relativ stark der Effekt. Fusionsmonster, spezial beschwöre ein Monster von deiner Hand, relativ nutzlos der Effekt. Synchro-Monster, wähle ein Monster vom Deck und lege es nach oben. Auch relativ nutzlos. Und XYZ-Monster, ziehe eine Karte und dann discarde eine. Auch relativ nutzlos. Also keins dieser Effekte, außer das mit Ritualmonstern, bringt dir einen Vorteil. Also falls diese Karte gespielt wird, dann halt nur, weil sie einen Search-Effekt hat. Dann kommen wir zu den Fallenkarten. Dann haben wir als erstes The Zephyr Alliance, permanente Fallenkarte. Die Karte hat verschiedene Effekte, abhängig von der Anzahl von offenen Zephyr-Monstern in deinem Extra-Deck mit unterschiedlichen Namen, also drei oder mehr. Alle deine Monster, die du kontrollierst, erhalten 100 ATK für jedes offene Monster in den Extra-Decks von beiden Spielern. Also wenn du gegen ein anderes Pendel-Deck spielst, könnte das schon mal einen großen Boost geben. Dann bei 5 oder mehr, deine Monster können nicht durch Karteneffekte vom Gegner zerstört werden. 8 oder mehr, deine Monster können nicht durch gegnerische Karteneffekte gezielt werden. Und bei 10 oder mehr kannst du diese Fallenkarte, offene Fallenkarte, auf den Friedhof legen und alle Karten vom Gegner aus seiner Hand, Feld und Friedhof zurück ins Deck mischen. So relativ verrückte Effekte, aber relativ unwahrscheinlich, so viele offene Zephyr-Monster im Extra-Deck zu haben. Also denke ich mal auch eher unspielbar. Dann kommen wir zur letzten Karte von den Zephyrs. Und meiner Meinung nach der einzige Grund, wieso man sich überlegen könnte, sich ein Zephyr-Deck zu bauen. Und zwar ist es The Final Zephyr Assault. Konterfalle. Wenn eine Zauberfallenkarte oder Monster-Effekt aktiviert wird, kannst du ein offenes Zephyr-Monster von deinem Extra-Deck banishen und den Effekt negieren und die Karte dann zerstören. Wir wissen ja, dass diese Fallen, Konterfallen,
sehr stark sein können. So wie bei Satella Knight oder Josenju. Mein erster Gedanke ist halt, dass man das im Satella Knight Deck spielen könnte. Dann hätten die 6 Konter fallen. Und diese 2 Zephra Satella Knight Monster waren jetzt nicht so schlecht. Also von den ganzen Zephra Monstern die besten. Und auch die besten, die man in dem jeweiligen Deck noch spielen kann. Also auf jeden Fall die beste und interessanteste Karte von den Zephras. Aber ich muss sagen, die haben mich jetzt nicht so beeindruckt. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass sie ihre Decktypen unterstützen. Und Zephras an sich auch. Habe ich keinen Zusammenhang gesehen, wie sie sich untereinander helfen können. Also wie man das zusammenbauen kann. Außerdem hatte jetzt keiner von denen irgendeinen Effekt, den ich irgendwie aktivieren wollte. Also keins von den Dingern hatte jetzt irgendeinen Effekt, wo ich sagen sollte, boah, der Effekt ist krass, das muss ich spielen oder so. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so recht, was ich mit dem Deck anfangen sollte. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Vielleicht habt ihr es schon mal in Action gesehen und es konnte euch überzeugen. Ansonsten war es das wieder, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken. Das würde mich sehr freuen und ciao.